Herzlich willkommen zu dem Mini-Tutorial Ägyptische Bauernmultiplikation aus der Reihe Programmieren durch Mitprogrammieren. Und wir programmieren mit HTML, CSS und JavaScript. Das ist die vierte Folge von dem Kurs und hier geht es darum, den Algorithmus, den ich euch gezeigt habe, im ersten Teil zu implementieren. Der sieht so aus. So. Und normalerweise baut man den sich daneben. Das kann ich jetzt nicht tun, weil der Bildschirm so klein ist. Ich habe das extra so klein gemacht, damit ihr das auf YouTube euch klein schieben könnt, trotzdem alles gut seht und das dann auch mitprogrammieren könnt. Das heißt aber, dass wir den Algorithmus, also hier unsere Übersicht, unser Diagramm, nicht sehen können. So, aber der sollte normalerweise dann irgendwie daneben liegen. So, ich schiebe mir das Ganze mal ein bisschen zusammen und wir gehen in unser Programm hinein. So, und zwar jetzt hier, upsala, das war das genau das nicht, was ich haben wollte, ist schon das Fertige gewesen, das hier. So, und hier oben habe ich mir eine Anmerkung eingefügt, Algorithmus, da kommt jetzt der Algorithmus hinein. So, das machen wir mit einer While-Schleife. Die While-Schleife fragt eine Wahrheitsbedingung ab und unsere Wahrheitsbedingung war, ist x größer als 0. So. Und das Ganze bekommt dann einen Block drumherum. Das seht ihr, der Block, ich erinnere nochmal daran, wird in JavaScript mit solchen geschweiften Klammern geschrieben. Und alles, was da drin passiert, gehört dann zu dem Block dazu. So. Dann muss ich eine Bedingung abfragen und zwar ist x gerade oder ist x ungerade. Und hier gibt es den Modulo-Befehl, das heißt, der teilt jetzt durch 2 und gibt mir aber nicht das Ergebnis von der Teilungsoperation aus, von der Division, sondern er gibt mir den Rest aus. Wenn ich durch 2 teile, bekomme ich entweder 0 oder 1 zurück. Im Falle von 1 ist es wahr. Das wollen wir haben. Dann führt der den folgenden Befehl aus. Wenn er keinen Rest hat, dann überspringt der diese if-Anweisung. Die if-Anweisung hat dahinter auch einen Block wieder, auch in geschweiften Klammern. Und die Anweisung, die der ausführen soll, ist, dass er zu zy dazu rechnen soll. Upsala. So, und das kann ich durch einen Additions- und Zuweisungsoperator machen, nämlich durch ein Plus gleich. Und dann gebe ich einfach dahinter an, was dazu gerechnet werden soll. Das heißt, Plus gleich hat eigentlich zwei Operatoren innen drin, nämlich einmal die Addition z plus y und gleich ist die Zuweisung und die Zuweisung erfolgt wieder zu y. Das haben die Programmierer hier in einem Befehl zusammengefasst. So, damit haben wir unsere Verzweigungsabfrage, also die Schleife haben wir jetzt programmiert. Und hier diesen eckigen Kasten, dann haben wir hier diese Verzweigung, die haben wir programmiert, zusammen mit dem Anweisungsblock in der einen Verzweigung. So, das andere muss ich nicht programmieren, weil dann überspringt er das einfach und macht gar nichts. So, und jetzt, Entschuldigung, jetzt kommen noch die beiden letzten Befehle dazu, nämlich verdopple y und halbiere x bis zum Grund. So, und y kann ich jetzt auch wieder einen Zuweisungs- und arithmetischen Operator kombinieren. Mal gleich 2. Jetzt verdoppelt er das oder nimmt das mit 2 mal. Und dazu gibt es eben diesen Operator mal gleich. Und dann muss ich x halbieren, aber eben zum Grund halbieren. Und dazu brauche ich jetzt ein Element aus meiner Mathematikbibliothek von JavaScript. Die rufe ich auf mit math, also großes M, klein a, klein t, klein h, also die Abkürzung für Mathematics. So. Und dann der Befehl floor. Und floor ist eben ein Befehl aus dieser Programmbibliothek. Der ist nicht direkt in JavaScript implementiert, der wird aber automatisch geladen. Normalerweise muss ich Bibliotheken
irgendwo einbinden, muss dem HTML-Dokument sagen, du greifst jetzt bitte auf diese JavaScript-Bibliothek zurück. In diesem Fall muss ich es nicht tun, weil Mathematik oder dieses Math-Bibliothek ist automatisch schon bei dem Browser mit dabei, aber noch nicht geladen oder beziehungsweise in einem extra Bibliothek drinnen. So, und das macht er mir hier dann automatisch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also hier wird sozusagen die Reststelle abgeschnitten, die Kommastelle abgeschnitten und ich muss einfach nur sagen, x geteilt durch 2 und schließe das Ganze dann mit einem Semikolon ab. So, den Rest haben wir schon programmiert und damit habe ich meinen Algorithmus schon programmiert. Also zumindest, weil wir das, den ersten Block hatten wir schon beim letzten Mal geschrieben. So, jetzt haben wir die Schleife, die Abfrage und die beiden anderen Befehle. Das sind insgesamt, naja, also wenn man es hintereinander schreiben würde, tatsächlich 4 Zeilen. Ne? So, und mehr braucht man nicht. Gut, so, und jetzt müsste das Ganze schon funktionieren. So, wir gehen in unser Programm hinein. Wir laden das neu. Der setzt jetzt beim Neuladen nicht die Werte wieder auf 0. Das müsste ich dann eingeben, dass sie die Werte auf 0 setzt. Hier bleiben die gleich. Und ich gebe jetzt mal ein 9 und, na, sagen wir mal 8. Und jetzt, Ergebnis 72. Also er rechnet mir schon. Wenn ich mir die Zahlen ausgeben lasse, gibt es 9 und 8. Jetzt gebe ich mal zur Überprüfung Hallo ein. So, jetzt müsste der mir bei der ersten Zahl 0 ausgeben, bei x. Und dann führt er die Schleifer nicht aus und auch die Berechnung nicht. So, und dann kommt als Ergebnis 0 heraus, weil z gleich 0 ist. Ja, so. Gut, und wenn ich mir das Ganze hier nochmal ausgeben lasse, was der einliest, dann liest er mir Hallo aus und eben die 8. Gut, und damit ist es eigentlich schon gewesen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch optisch aufhübschen, dass es so aussieht. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mal bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann kommen wir zu unserem CSS. Bis dann!